So, einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ich bin's wieder, der 146er. Leider gibt es in Nordrhein-Westfalen noch Bahnhöfe, die einen oft zu Verwirrung bringen, wenn man seine Reiseverbindung nicht findet. Beispiel nehmen wir uns mal am Stolberger Hauptbahnhof. Deshalb wird über diesen Bahnhof eine Dokumentation gemacht, weil es dort vor allem eine Linie gibt, die dort, wo man jetzt nicht sofort sieht, ob man wirklich dort mit diesem Zug ans Ziel kommt, weil unter einer Linie verkehren viele Züge. Dazu kommen wir aber leicht noch. Es geht um die RB20. Fangen wir aber erstmal von vorne an. Der Stolberger Hauptbahnhof besitzt 5 Bahnsteige, zwei davon für den Regionalverkehr vorgesehen, ein Ausweichgleis und dann noch ein Stumpfgleis aus Alsdorf kommend und ein Zusatzgleis. Was das für eine Wirkung hat, darum komme ich gleich nochmal zurück. Zusätzlich gibt es einen Busbahnhof direkt in der Mitte des Bahnhofes zwischen den Bahnsteigen 27 und 43 bzw. 44, wo auch Busse Richtung Stolberg als Stadt abfahren. Die Regionalzüge halten eigentlich alle am Hauptbahnhof, allerdings fahren Fern- und Güterzüge durch. Das eine Gleis, Gleis 27, befindet sich an der anderen Seite des Bahnhofes. Wie ihr da hinkommt, werde ich euch gleich noch sagen. Zusätzlich gibt es ein größeres Parkhaus, das ungefähr, ja, ich habe die Etagen nicht gezählt, ich glaube mal 5 Etagen besitzt. Im Regionalverkehr zwischen Aachen und Hamm unterwegs ist die Linie RE1. Die RE1 fährt von Aachen in die, also in die eine Richtung nach Aachen, in die andere Richtung nach Düren, Köln, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund und Hamm. Gefahren wird alle 60 Minuten, meistens mit Zügen des Typs D0 HC, mit als Baureihe 462 gekennzeichnet. Bis Dezember 2020 kommen aber auch noch Doppelstockzüge zum Einsatz der Deutschen Bahn, weil Abellio noch immer Personalmangel hat. Die zweite Linie, die zwischen Aachen und Köln verkehrt, verkehrt weiter über Siegburg-Bonn, Hennef, oh, an der Sieg und Betzdorf nach Siegen. Es handelt sich um die RE9. Die RE9 fährt auch alle 60 Minuten. Einzelne Züge werden mit Fahrzeugen des Typs Talent 2 unter der Baureihe 462 gefahren. Und andere Züge, also die restlichen Kurse, verkehren mit Doppelstockwagen. Da sind ungefähr 5 bis 6 Wagen eingereiht und meistens hängt eine oder schiebt oder zieht die Garnitur eine Baureihe, eine Lok der Baureihe 146.0. Die Doppelstockzüge, die im RE1 Betrieb noch bis Dezember 2020 unterwegs sind, werden mit einer 146.2 meistens gefahren und 6 Doppelstockwagen. Es handelt sich um Doppelstockwagen aus dem Baujahr 1997, 2003 und im RE9-Verkehr auch manchmal 2007. Hier sehen wir zum Beispiel eine RE1-Garnitur ein- und jetzt gleich ausfahren in Richtung Hamm Hauptbahnhof. Dieser Zug hat einen großen Teil seines Streckenverlaufs noch vor sich, weil er in Aachen erst losgefahren ist. Aachen ist nach ungefähr 10 bis 15 Minuten erreicht, Köln nach ungefähr 40 Minuten Fahrzeit. Wie eben angesprochen, fahren die Fernzüge durch. Alle 2 Stunden ist das der ICE Brüssel-Frankfurt, der von Brüssel über Lüttich und Aachen Köln nach Frankfurt fährt. Zusätzlich verkehrt ohne Halt durch der Thales von Dortmund über Essen, Düsseldorf, Köln, Lüttich, Brüssel nach Paris Nord. Komplizierter und damit jetzt beim komplizierten Teil angekommen sind wir bei der Linie RB20. Die RB20, da fange ich jetzt erstmal mit dem Fahrzeugeinsatz an, um gleich
direkt aufs spezielle Thema einzugehen. Im Fahrzeugeinsatz kommt manchmal in einer Einzeltraktion, manchmal in einer Doppeltraktion, kommt vom Linienverlauf ab. Da wird eingesetzt die Baureihe 643, auch als Talent bekannt. Jetzt zum Linienverlauf. Die RB20 verkehrt in Stolberg, in Stolberg Hauptbahnhof in drei Richtungen. Entschuldigung, in vier Richtungen sogar. Einmal wird alle 30 Minuten nach Stolberg Altstadt gefahren und alle 30 Minuten nach Langerwehr und davon alle 60 Minuten bis Düren. In die Gegenrichtung geht es alle 30 Minuten nach Aachen, Herzogenrath und Alsdorf und von dort aus alle 60 Minuten weiter nach Stolberg. Ja, die RB20 ist eine Ringlinie seit dem neuesten. Deshalb wird von Stolberg nach Stolberg öfters gefahren. Deshalb ist die Verwirrung groß an den Bahnsteigen. Meistens wird auf der Zugziehanzeige zwei Ziele angezeigt. Entweder als erstes Ziel Alsdorf und dann Stolberg bzw. nur Alsdorf. Oder öfter steht auch Herzogenrath auf den Anzeigetafeln, auch wenn das meistens gar nicht der Zielort ist. Deshalb empfehle ich euch dort, schaut immer auf den Fahrplan oder auf den Fahrtverlauf, welche Halte genau angefahren werden. Weil man kann sich oft vertun, zum Beispiel wird Herzogenrath Düren oder Herzogenrath Langerwehr und also als erstes Ziel Herzogenrath angezeigt für die Züge, die erst nach Alsdorf fahren, das heißt, die dann gegen den Uhrzeigersinn fahren. Und Alsdorf wird komischerweise für die Züge angezeigt, die im Uhrzeigersinn, also erst die Tour durch die Aachener Innenstadt machen. Die Züge. Ich hoffe, ihr versteht es. Es ist nämlich sehr kompliziert zu verstehen, wer davon betroffen ist, fährt am besten zum Stolberg Hauptbahnhof und macht sich davon ein Bild. Ich kann nur so viel sagen, ich bin erfahrener Bahnfahrer und hatte selbst bei meinem Besuch in Stolberg Verwirrung, trotz dass ich mir das Konzept vorher ganz genau angeschaut habe. Die Züge in Richtung, die erst nach Alsdorf fahren, also wen das jetzt betrifft, am besten mit aufschreiben, die erst nach Alsdorf fahren, die Züge, fahren meistens von Minute 12 auf Gleis 44. Die Züge, die in Richtung Langerwehe und Düren unterwegs sind, fahren von Gleis 43, aber der vordere Zugteil, der hintere Zugteil, wird abgekoppelt und fährt weiter nach Stolberg-Altstadt. Jetzt wird's nochmal verwirrender. Von Stolberg Hauptbahnhof Gleis 43 fährt der Zug nochmal auf Gleis 27 und wechselt die Fahrtrichtung, indem er von Gleis 43 abfährt auf ein provisorisches Gleis oder auf eine Gleisanlage und dann geht zurück auf Gleis 27. Das heißt, die Züge nach Stolberg-Altstadt bedienen den Stolberg Hauptbahnhof zweimal. Die Züge, die nach Aachen Mitte fahren, die erst nach Aachen Mitte fahren, fahren von Gleis 1 meistens ab. Ich hoffe, ihr habt es jetzt ein bisschen verstanden, sonst wie gesagt, schaut euch genau den Fahrtverlauf an, das ist dann immer das Beste. Das war's mit diesem Video über den Stolberger Hauptbahnhof. Danke fürs Zuschauen.